Deutschland. Wir haben jetzt gerade 13.30 Uhr oder so. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir waren gestern noch bis, lass mich nicht lügen, 12.30 Uhr bei dem Henneabend, aber haben auch wirklich eigentlich gar nichts mehr gemacht. Deswegen habe ich auch nicht mehr so viel gefilmt, beziehungsweise ich habe gar nicht mehr gefilmt. Heute wird auf jeden Fall ein bisschen mehr gefilmt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich werde auch, by the way, bis zum 5. Film oder bis zum 6. Januar. Das heißt, ich werde ein bisschen länger filmen. 100 hat bei mir halt erst ein bisschen später angefangen. Ich habe ja jetzt so einen Ersatz. Der Elif Melif, sie kriegt ja eine neue Kamera. Von daher passt das schon. Und bis dahin hat sie ein bisschen Content. Peace, bis gleich. Ich muss mein Zimmer und sowas noch aufräumen. Ich habe jetzt einigermaßen aufgeräumt, quasi. Also es war noch nicht. Wir haben jetzt schon 20 Minuten. Ich habe jetzt einigermaßen aufgeräumt, aber ich glaube, das reicht erstmal. Das Problem ist, wenn du in einem Zimmer arbeitest und gleichzeitig lebst, das ist, ja, das funktioniert nicht. Deswegen sieht das Zimmer halt so blöd aus. Jetzt hat Elif auf jeden Fall geschrieben. Ich bin jetzt auch fertig, einigermaßen. Den Rest mache ich nach Enes Hochzeit, beziehungsweise heute Abend mache ich noch ein bisschen was. Weil muss ja alles ordentlich aussehen. So, jetzt geht's langsam ran ans Bearbeiten. Was ich immer an Musik ganz, ganz liebe zum Bearbeiten, also ich höre was eigentlich relativ meist was anderes als das, was ich jetzt bearbeite quasi, weil ich mag die Musik eher schnell, sehr viele Wechsel, Beatwechsels und deswegen benutze ich immer. Suche ich immer sehr lange nach diesen Beats, weil ich mag das nicht, wenn das so smooth ist, sondern so, das muss schon so boom, 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 schnelle Schnitte sein. Ja. Ich zeige euch das mal kurz. Ich schneide nämlich das gerade das erste Video. Dann versteht ihr auch, was ich meine. Ja, einmal zuhören. Ich kann nicht mehr. Ja, und das macht eben hier dieses Ganze aus, diese ganze Schnitttechnik quasi. Ich weiß nicht, ob man das Schnitt, eigentlich kann das jeder, ja. Ist jetzt nicht, ist eigentlich keine hohe Kunst, ja, so zu schneiden, ein bisschen Ahnung von Musik haben, ein bisschen Musik hören und halt diese Programme versuchen zu beherrschen. Die sind, wenn ihr anfangen möchtet, dann macht das auf jeden Fall so, dass ihr euch ein paar Tutorials anguckt. Wenn ihr da einmal durchgeblickt habt, dann ist auch vorbei, dann könnt ihr das. Und dann vielleicht Musik sich ein bisschen anhören, wann hört ein Musikbogen und so ein Kram auf. Und hier ist der, der gestern den Henneabend hatte. Ach so, hey, was geht? Bro? Ey, ich bin so kaputt, nicht verarbeiten. Guck mir meine Haare aussehen, da sind noch diese weißen Dinger vom Haarspray drauf. Ich war noch mal duschen, Alter. Wir haben 1 Uhr nachts gehabt. Da war ich jetzt mal zu Hause, bin ich um 2 Uhr schlafen gegangen. Ich bin K.O. Kennst du das Knockout? Wenn jemand so eine gibt, puff, dann bist du Knockout. Genauso bin ich gerade. Wollt ihr meine Popel sehen von der Arbeit? Keine sehen. Okay, bye. So, ich habe jetzt gerade, also es rendert gerade hier, wie man es sehen kann, über Media Encoder. Ich bin jetzt durch. Wir gehen jetzt arbeiten. Also ich gehe arbeiten, ihr kommt mit. Ich glaube, wir werden auch da filmen können. Ich glaube, die Leute haben da nichts gegen. Ja. Ja. Oh. Ich muss jetzt duschen, ich muss mich vorbereiten. Wir gehen arbeiten.
Das ist der Edis. Hi. Das ist der Edis. Warst du kacken? Nee. Warst du kacken? Ich schwimme jetzt heute nur. So, da oben, es ist online auf jeden Fall. Wer sich natürlich auch noch fragt, was Monkey Films and Graphics ist, hier, ja, das war von Anfang an geplant. Ich werde jetzt quasi, bevor ich jetzt gleich schlafen gehe, nochmal hier mir den Oscar anschauen, ja. Der Junge ist 14 Jahre alt, glaube ich, ungefähr, 14. Der ist ein richtig guter Vlogger, also er ist ähnlich wie Casey, nur halt viel, viel jünger. Was ich an Vlogs mag, sind einfach die Schnitte, mir gefällt das einfach mega gut. Deswegen macht es mir auch mega Spaß, einfach Vlogs zu schneiden. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht an Vlogs. Ja, checkt auf jeden Fall diesen Oscar hier ab. Ich finde seine Videos bzw. seine Schnitte einfach mega gut. So, was ich jetzt machen werde, ist einfach ganz einfach. Ich werde jetzt andere Klamotten anziehen, Schlafklamotten anziehen und mich langsam ins Bett legen. Und heute wird nichts mehr passieren. Das war so gesagt der letzte Part von heute. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video quasi. Peace.